Herzlich willkommen, eine neue Folge Tauzi ruft an und ich freue mich sehr, dass heute Sebastian Jakob abgehoben hat. Servus. Hi, servus. Ich weiß das wirklich zu schätzen, dass du dir heute die Zeit nimmst, weil du hast heute einen freien Tag und hast ja noch nebenher so einen anderen Hauptjob gerade, ne? Du bist Bauherr und hast ein bisschen was zu tun und verbringst viel Zeit auf der Baustelle. Ja, ich bin vorletzte Woche eingezogen. Von daher ist da jetzt, steht Einrichtung an etc. Beziehungsweise halt auch noch aufräumen ums Haus herum und so. Da muss dann auch mal der freie Tag herhalten, um sowas zu machen. Das heißt, ihr seid jetzt schon im neuen Haus? Genau, ja. Seit einer guten Woche jetzt. Wo seid ihr da hingezogen im Saarland? Nach St. Louis, in meiner Heimatstadt. Ich meine, wir haben oder waren relativ flexibel, was den Ort anging. Wollten auch eigentlich lieber in der Saarbrücker Kante bleiben, aber ja, der Immobilienmarkt heutzutage ist immer so einfach. Da muss man auch ein bisschen Flexibilität mitbringen. Die alte Hut ist es dann wieder geworden. Gibt es einen Raum, der jetzt schon dein Lieblingsraum ist? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe unten einen kleinen Partykeller voreinzurichten mit Dartscheibe. Und so, von daher, das könnte dann irgendwann mal der Lieblingsraum werden, aber der steht ganz am Ende der Liste. Von daher gilt es vorher noch einige andere Räume herzurichten. Der Gabriel Clemens hat es ja dann nicht weit zu dir und mit dem hast du auch schon ein paar Mal Darts trainiert, ne? Du kannst es ganz gut. Ja, also wir haben schon ein paar Mal gespielt. Sonderlich viel gewinne ich gegen den natürlich nicht, aber ja, es ist okay. Ich spiele halt ganz selten und jetzt, wenn die Scheibe dann unten im Keller mal hängt, dann will ich da auch öfter spielen. Von daher. Ja, hoffe ich, dass das dann des Öfteren geht. Ihr spielt aber auch ganz gerne zu Hause, ne? Du und Esther, deine Freundin. Also ich habe auch gehört, mit Günni und seiner Frau gibt es auch öfter mal Spieleabende. Ja, genau. Das machen wir schon ganz gerne. Ich glaube, wir sind da alle die Wettkampftypen, die ganz gerne gewinnen und sehr gerne oder gar nicht so gerne verlieren. Von daher gibt es da dann immer ganz heiße Duelle. Das habe ich auch schon gehört, dass da öfter mal geschummelt wird, vor allem von weiblicher Seite, damit es am Ende mit dem Sieg klappt. Das ist in der Tat richtig, ja. Also von männlicher Seite wird da nie geschummelt und wenn, dann auch von Günni, niemals von mir. Aber meine Dame vor allen Dingen, die ist da schon gefuchst. Ah, ist aber schön. Hauptsache der Ehrgeiz ist da, sonst ist es ja auch langweilig, wenn einem alles egal ist. Ja, auf jeden Fall. Also an Ehrgeiz schadet es, glaube ich, keiner bei uns. Jetzt kann man das ja auch schon als kleines Statement sehen, ne? Wenn man als Fußballprofi irgendwo ein Haus baut, dann ist es ja auch eine klare Aussage, eigentlich will ich ja nicht mehr weg. Ja, schon. Ist richtig. Also der Vertrag läuft bis nächstes Jahr, aber es können auch noch ein paar Jahre mehr werden im Blau-Schwarz. Von meiner Seite aus gerne, ja. Also ich habe da auch eigentlich jetzt nie einen Hehl draus gemacht, dass ich mich hier halt wohlfühle, dass ich es als großes Privileg auch empfinde, in der Heimat Fußball spielen zu können. Und ich denke, die sportliche Entwicklung ist ja in den letzten Jahren auch genauso, wie man sich das vorstellt. Von daher spricht von meiner Seite aus da gar nichts dagegen. Und wo du dann deine Karriere beendest, hast du auch schon mal festgelegt, nämlich da, wo alles angefangen hat, beim SC Roden. Ja, also ich hätte schon Lust, gegen Ende der Karriere dann nochmal so unterklassig zu spielen, weil es halt einfach schon Bock macht. Von daher, das wäre schon ein Träumchen. Aber kann er noch ein paar Jahre warten, bevor dann der SC Roden sich über deine Tore freut? Ja, auf jeden Fall. Das kann gerne noch ein paar Jahre warten. Schaust du dir eigentlich öfter mal deine persönlichen Statistiken an? Oder interessiert dich das gar nicht? Ja, öfter mal, jetzt nicht unbedingt. Allerdings kriegt man natürlich auch manchmal irgendwas mit, wo man dann doch drauf schaut oder sich auch mal dann vergewissert, dass auch alles stimmt. Von Zeit zu Zeit gucke ich schon drauf, klar. Also ich habe mir mal zwei Daten rausgenommen. Zum einen 117 Spiele bisher von FCS. Dabei 84 Torbeteiligungen, also in jedem zweiten Spiel selbst getroffen. In der aktuellen Saison 26 Spiele, 8 Tore selbst gemacht, 5 vorbereitet. Und zufrieden damit? Ja, es geht immer besser. Also ich glaube, man darf auch nie zufrieden sein irgendwo. Für den Moment ja, aber ja, letzten Endes würde ich gerne noch ein paar Tore mehr machen und hätte auch gerne schon ein paar mehr auf dem Konto, was ja auch vielleicht möglich gewesen wäre. Aber ich denke mal im Großen und Ganzen, wenn man dann sieht, jedes zweite Spiel mit Torbeteiligung, ist das, denke ich, schon in Ordnung. Vor allen Dingen, weil ich halt auch öfter mal nur eingewechselt wurde. Deswegen, also ich kann damit leben, aber bin jetzt so nicht unbedingt zufrieden, weil ich denke, es geht immer mehr. Jetzt ist es ja auch so, dass du als Stürmer sowieso im Fokus stehst, ne? Also, weil als Stürmer wird man immer an Toren gemessen. Wenn es dann so Situationen gibt wie diese allerletzte Sekunde in Homburg, wo dieser Scheißball dann doch irgendwie noch daneben trudelt,
Also ich meine, da ist man auf der einen Seite dann mal für ein paar Tage der Depp und wenn man dann den Ausgleich in der letzten Sekunde gegen 1860 macht und dann damit nochmal einen Punkt rechnet, ist man halt auch der Held. Wie gehst du damit um? Also heute in der Bild war irgendeine Schlagzeile vom Chancentod zum Last-Minute-Helden. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, liest man ja eigentlich nicht so gern über sich. Ja, also ich mache mir da ehrlich gesagt keinen Kopf so großartig. Klar, das Spiel gegen Homburg jetzt und die Chance gegen Homburg, die hat mich schon getroffen, weil das ist mir so eigentlich noch nie passiert, in der krassen Art und Weise, sage ich mal. Dann natürlich noch im Derby in der 90. Minute. Also ja, ich weiß selber nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ja, man passiert halt, ne? Also auch in der Bundesliga hat man solche Szenen schon gesehen. Das war auch eigentlich jetzt so die erste Chance, wo ich danach echt gedacht habe, so, ey, wie zur Hölle konnte das passieren? Ja, jetzt hatte ich natürlich dann gegen 60, wo ich von 60 Metern allein aufs Tor laufe, auch nochmal eine richtig dicke Chance. Ja, im Endeffekt glaube ich, habe ich da vieles richtig gemacht, weil ich am Torwart vorbei bin, aber ich habe halt einfach nicht damit gerechnet, dass der Verteidiger mich links halt überholt, sondern ich dachte, weil er halt die ganze Zeit rechts hinter mir war, dass er dann halt auch rechts bleibt und ja, dementsprechend hatte ich dann einfach auch ein bisschen Pech bei der Situation. Aber danach war ich natürlich schon erstmal vom Kopf her ziemlich am Ende, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich am Mittwoch diese Chance vergeigt, jetzt heute nochmal. Also ich glaube, wenn da in der 90. der Ball nicht reingegangen wäre, dann ja, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen schlechter drauf. Aber ja, jetzt generell von Chancentod zu reden, ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Also ich denke jetzt nicht, dass ich so viele dicke Chancen liegen lasse oder auch an der Vergangenheit habe liegen lassen. Deswegen, ja, habe ich mir jetzt auch, also über die Schlagzeile, ich höre die jetzt gerade zum ersten Mal, weil ich lese eigentlich selten Bildzeitung. Deswegen mache ich mir da wenig Gedanken drüber und probiere einfach an mir zu arbeiten, ne? Also auch dann im Spiel gegen 60 zum Beispiel halt einfach weiterzumachen, da Vollgas zu geben und letzten Endes wurde ich dafür dann ja auch belohnt. Liest du denn ab und zu mal in den Foren, was da so geschrieben wird, oder ist das so ein Selbstschutz, dass man da als Spieler gar nicht unbedingt reinguckt? Also es gibt einige, die da reingucken, oder zumindest mal so in die Facebook-Kommentare und sowas. Ich mache sowas eigentlich gar nicht. Also es interessiert mich auch relativ wenig, weil ich halt ja, weiß, wie emotional die Fans da dann halt kommentieren und reinschreiben. Ich hatte jetzt allerdings letzte Woche nach der Chance gegen Homburg dann auch einen Kommentar bei Instagram, wo ich halt markiert wurde. Also da musste ich es quasi lesen und bin dann auch darauf eingegangen. Weil da halt jemand geschrieben hat, ja, der hat sogar meine Oma gemacht. Und ich habe ihm dann angeboten, dass ich mal frage, ob die spielen darf am Samstag, damit die halt einen Hattrick macht. Ja, also da sollte man, oder finde ich, sollte man sich als Fußballer auch nicht alles gefallen lassen müssen. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht reihenweise Chancen vergeben, damit man jetzt da auf mich einschlagen muss. Es war jetzt halt einmal gut, dann ging München das zweite Mal, aber. Ja, wenn man einfach an sich arbeitet und sich auf das Wesentliche fokussiert, ich glaube, dann, ja, das ist einfach das Beste, um dann auch seine Leistung abrufen zu können. Was Und man. daher machen mir solche Kommentare oder Bild-Zeitungsschlagzeilen, die machen mir da eigentlich wenig aus, weil ich halt weiß, die Bild-Zeitung muss halt irgendwas schreiben und das muss möglichst reißerisch sein. Und die Kommentare, die gehen halt hier rein und da raus. Und was man ja nicht vergessen darf, du bist ja jetzt auch kein Stürmer, der vorne steht und wartet, dass der Ball kommt, sondern du bist ja wirklich während dem ganzen Spiel überall gefühlt und machst gute Spiele, auch wenn dann mal kein Tor dabei rausspringt. Gibt es dann so Momente, wo du denkst, ey, ich bin heute gerannt wie ein Irrer, ich habe echt Räume zugemacht und alles Mögliche und trotzdem kriege ich jetzt da bei der Bewertung irgendeine 3 oder eine 4 vorne. Gibt es dann so Momente, wo du dich irgendwie so ungerecht behandelt oder bewertet fühlst dann auch vom Außenfeld, also von Fans? Ja, von den Fans jetzt eigentlich, ja, eigentlich generell weniger, sage ich mal. Klar ist, letzten Endes wird halt immer nur gesehen, wer das Tor macht. Da ist es oftmals dann auch schon der Vorlagengeber, ist schon immer interessant. Und der den ganzen Angriff einleitet, zum Beispiel mit einer guten Aktion, der wird nie erwähnt, ne? Und dementsprechend möchte ich halt eigentlich immer abends einfach in den Spiegel gucken nach dem Spiel und sagen, hey, ich habe alles gegeben, ich hatte gute Aktionen, ich habe viel für die Mannschaft getan, ich bin viel gelaufen, habe Zweikämpfe gewonnen. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich auch zufrieden, wenn ich kein Tor mache. Ja, natürlich steht generell halt der Sieg über allem. Also wenn wir das Spiel gewinnen, dann ist das schon mal 90%. Wenn ich dann selber noch ein Tor mache, ist es natürlich umso schöner. Aber generell finde ich Torbeteiligungen, also auch in Form von Assists oder dann, wenn man halt den vorletzten Pass spielt, ist im Prinzip auch extrem viel wert. Und wenn sowas dann am Ende des Tages bei rumkommt, dann bin ich auch zufrieden.
Jetzt hat es am letzten Wochenende in München zu einem Punkt gereicht. Wie war die Stimmung auf der Heimreise? War das jetzt irgendwie Erleichterung, dass es noch zu einem Punkt gereicht hat, oder dann doch irgendwie Frust, dass es nur ein Punkt war? Ja, ich habe auch nach dem Spiel gesagt, dass es ein gewonnener Punkt ist. Also ich glaube schon, dass nicht viele Mannschaften bei der Atmosphäre jetzt in München und ja, dem ganzen Drumherum da so viele Punkte geholt hätten. Deswegen denke ich, können wir irgendwo schon zufrieden sein. Aber klar, wir wollten natürlich 3 Punkte einfahren. Dementsprechend war die Stimmung jetzt auch auf der Heimfahrt, die war okay. Also es war jetzt weder negativ noch sehr positiv. Ich glaube, ja, wir müssen einfach die richtigen Lehren aus dem Spiel ziehen. Und ja, jetzt haben wir natürlich mit Mannheim und mit Lautern einfach auch noch 2 Spiele, die genau vom gleichen Kaliber sein werden. Da wollen wir natürlich dann auch möglichst 3 Punkte einfahren, vor allem jetzt im Heimspiel und dann im Derby ist es sowieso logisch, dass da 3 Punkte her sollen. Ja, also ich denke, dass wir insgesamt schon eine ordentliche Partie gemacht haben gegen 60, weil ich 60 auch extrem gut fand. Also muss ich echt sagen, war definitiv mit einer der stärksten Gegner in dieser Saison. Und ja, deshalb können wir da schon von einem Punktgewinn reden. Und natürlich tut so ein Tor in der 90. Minute dann auch ganz gut. Und irgendwie ist alles dann doch irgendwie positiv. Und ja, wir können damit leben. Jetzt haben wir wirklich alle über diese 4 Spiele gesprochen, ne? Also los ging es mit Homburg, dann 1860 und eben die anderen beiden. So auf dem Papier haben wir jetzt einmal verloren, einmal unentschieden gespielt. Ist es jetzt gut für die nächsten 2 Spiele, weil da eine Menge Frust jetzt auch dabei ist? Oder ist es eher schlecht, weil man denkt, hat sich jetzt nicht so gut angefühlt alles? Ja, ich glaube, dass das Tor in der 90. wie gesagt natürlich extrem wichtig war, damit man zumindest einen Punkt geholt hat und jetzt halt mit einer Niederlage in die 3 Ligaspiele gestartet ist. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, was wir können und das halt voll auf den Platz bringen, dann brauchen wir uns gar nicht zu verstecken. Deshalb ja, wissen wir schon um unsere Stärken und wollen die halt einfach einbringen. Also wenn ich für mich persönlich rede, freue ich mich halt einfach immens auf die Spiele. Auch habe ich jetzt noch nicht Lautern im Kopf, sondern erst mal am Samstag gegen Mannheim. Man hat gesehen, die haben gestern auch nur unentschieden gespielt. Und es ist halt schwierig in der Liga gegen die vermeintlich kleinen Mannschaften auch jedes Spiel zu gewinnen. Und deshalb ja, ist da eigentlich jedes Spiel für sich zu sehen und nicht irgendwie die 4 Spiele jetzt in den letzten Wochen, beziehungsweise in den kommenden, sondern wirklich jedes Spiel, jede 90 Minuten einfach für sich. Und da wollen wir natürlich alles auf den Platz legen und alles raushauen, was irgendwie geht, damit wir die 3 Punkte einfahren können. Es wird richtig laut am Samstag, also 13.000, 14.000 Leute werden auf jeden Fall dabei sein im Stadion. Das sind jetzt aber die 2 Spiele, die in der Hinrunde für die große Depression gesorgt haben, weil die nicht so gut gelaufen sind. Ist es dann für dich jetzt als Fußballer eher so, dass du sagst, ich freue mich, weil da haben wir einfach volle Bude und es ist geil? Oder ist es im Hinterkopf auch so ein bisschen, das sollten wir jetzt aber nicht wieder verkacken, weil dann droht es irgendwie schon wieder, dass die Stimmung kippt? Nee, also ich freue mich, wie gesagt, einfach auf die Spiele, weil genau das sind die Spiele, wofür man halt eben auch Fußball spielt. Mit einer riesen Kulisse. Das war jetzt in München schon geil, das war in Braunschweig super. Und ja, zu Hause bringt das natürlich nochmal ein paar Prozent mehr, wenn man einfach diese Atmosphäre und vor allen Dingen die Lautstärke im Park hat. Das ist schon mega. Deswegen ja, sollten wir da voller Vorfreude rangehen. Ich denke, wenn man sich nur Gedanken darüber macht, dass man irgendwo verkacken könnte, dann, ja, dann bringt es ja auch nichts. Also dann wird das Spiel mit Sicherheit auch nicht gut. Deswegen sollten wir selbstbewusst an die Sache rangehen und ich glaube schon, dass wir das hinkriegen werden. Hast du Rituale vorm Spiel? Nee, ehrlich gesagt, gar keine Rituale. Also ich höre meine Musik, wobei das auch nicht immer die gleiche ist. Also ja, ich mache mich halt vor jedem Spiel, aber auch vor jedem Training halt warm. Also habe da schon so meine Routine im Ablauf. An manchen Tagen merke ich halt auch, was ich da noch brauche, was ich vielleicht nicht brauche. Und ja, aber so eine richtige Routine, dass ich irgendwas immer gleich mache, habe ich eigentlich nie. Und die Musik, die läuft, das ist dann Ballermann-Mucke. Auch mal, ja, aber nicht immer. Also wie gesagt, das kommt auch so auf meinen Gemütszustand an, wie ich mich gerade fühle, worauf ich gerade Bock habe. Es kann dann auch mal irgendwie Deutschrap sein oder auch mal Elektro, wo es halt einfach richtig ballert. Und ja, also da ist alles möglich. Jetzt haben wir in den letzten Folgen erfahren, dass bevor es rausgeht, macht Robin Scheu erstmal den DJ in der Kabine und macht euch heiß. Bevor es losgeht, spricht Dodo Ernst nochmal ein paar klare Worte im Kreis, kurz vorm Anpfiff. Dazwischen gibt es ja die Aufwärmphase. Jetzt am Samstag, nachdem ihr rausgekommen seid, bevor ihr wieder kurz in die Kabine geht. Welcher Song sollte da unbedingt laufen? Du kannst dir jetzt einen wünschen und ich plane ihn ein. Oh, vielleicht sollte da unbedingt laufen. Ja, ich meine,
mein Musikgeschmack trifft vielleicht nicht den Mainstream-Geschmack. Das ist schon so ein bisschen das Problem. Also, puh, ich glaube, ich werde dir da noch Bescheid geben, welchen ich mir aussuche. Aber da muss ich nochmal in meine Playlists gucken, was mir aktuell am meisten zusagt. Okay, du schaust auf jeden Fall und ich glaube, die Leute werden es merken. Also der letzte Wunsch, den ich, glaube ich, gespielt habe für dich, das war der Bierkapitän. Das ist richtig, ja. Das, den würde ich auch gerne wiederhören, aber ich sag dir noch Bescheid. Ich überlege mir was. Sehr gut, so machen wir das. Und was steht bei dir jetzt noch an heute? Du hast eben schon gesagt, ich muss mich schnell umziehen, ich habe noch die Schaffklamotten an. Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, ums Haus herum noch so ein bisschen Dreck einfach rumliegen, der jetzt mal sauber gemacht wird, damit es einigermaßen in Ordnung ausschaut, weil draußen ist schon noch ein schönes Schlachtfeld. Ja, ansonsten werde ich ja eigentlich nicht mehr viel machen. Also die Regeneration auch in den Fokus legen. Meine Freundin ist noch auf der Arbeit, die musste heute ins Büro und arbeitet nicht von zu Hause aus. Die wird dann später kommen. Ja, ich war schon mit dem Hund eine große Runde spazieren, also eher entspannt heute. Sehr gut, dann erhol dich mal gut, verletz dich nicht beim Müll wegmachen da draußen. Und dann freuen wir uns alle sehr auf deinen Musikwunsch und drücken am Samstag die Daumen, dass die 3 Punkte in Ludwigspark bleiben. Ja, danke schön, das hoffe ich auch. Danke dir.